Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder. Ja, eine Minute Pause gemacht, quasi vom letzten Part von gestern, bei euch waren es 24 Stunden, guck einer an, so kann das gehen. Naja. Ah ja, die Typen, die vergiften mich garantiert, wenn die explodieren. Auch da gebe ich mein rechtes Ei drauf. Und jetzt rasten die Dekos aus. Weil auch die würden ihr letztes Ei drauf geben. Nein! Bleib da, wo du bist! Geh wieder hoch, flieg! Na, ach Gott. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ihr habt noch keinen verdammten Shortcut hier gesehen, ja? Und ich weiß nicht. So geil, wie es am Anfang im ersten Level noch war, mit Shortcut hier, Shortcut da, ja? Dass du dann, weiß ich nicht, vor dem Tor stehst, wo der Endboss ist, links und rechts lang gehen kannst. Und ewig lang läufst und du dann trotzdem links dann wieder an derselben Stelle bist. Ja, sowas gibt's hier nicht mehr. Das ist einerseits gut, weil es sonst langweilig wäre. Andererseits voll kacke, weil ich so weit laufen muss, wenn ich sterbe. Und ich diesen verdammten Shortcut noch nicht habe. Naja, so ist das Leben. Natürlich dürfen wir jetzt nicht so ganz krass durchackern hier. Die Frage ist halt auch, ob das Ding hier noch runterkommt. So, in sie sich. Vor allem Sehen gibt es ja auch nicht gut. Auch so eine Sache, die mir missfällt. So, und zack. Nummer für Markus. Ja. Ne? Ne? Genau. So, da hinten sind noch zwei und dann geht's da wieder runter. So weit war es ja an sich nicht. Also gebe ich jetzt zu. Viel Weg haben wir jetzt ja nicht überbrückt. So, ich rüste mal Sichemund krass aus. Der lebt jetzt auch. Scheiße, was hat denn der jetzt wieder gemacht? Der macht manchmal so eine komische Attacke. Glaube, nee, wie ging das? Da muss ich, glaube ich, ja, keine Ahnung. So ein komischer Ausholhieb. So, ab geht's hier runter. Und dann kriegt man das hin. Und ich wette halt, die Viecher, die explodieren. Die ihr gesehen habt. Hi, ich habe leider gerade keine Zeit zurückzuschreiben. Ja. Weil ich muss schnell aufnehmen. Schreib mich bei Facebook an. Aber wenn du das hörst, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ja, um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen. Falls der Part jetzt hier wirklich am Donnerstag erst rauskam und ihr das vielleicht schon vergessen habt, schaut auf die Muppet Show. Die kam heute, wenn heute Donnerstag ist, 14 Uhr raus. 14 Uhr. Und da sprechen wir über Dark Souls 2 mal wieder. Ja. Über neue Sachen. Beispielsweise, ja, eigentlich über die Beta, über die Multiplayer-Beta. Da ist eventuell noch ein kleines Video vorhanden. Slev hat das verlinkt. Da ist es quasi so. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay. Ja, das ist mir vorher nicht passiert. Okay. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich es mache. Oh, wow, wow. Ja. Slev hat das in dem Video verlinkt. Und wenn es noch da ist, schaut euch das mal an. So, die beiden Videos. Da seht ihr mal ein bisschen Footage von der Dark Souls 2 Multiplayer Beta. Aus Japan zwar, aber schon mal Bilder, die man sich anschauen kann. Ganz coole Sachen. Ja, jetzt muss ich bloß gucken, wo meine Seelen sind. Holzscheiter. Du stehst. Ach so, nee, du stehst nicht auf. Du wolltest nicht aufstehen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich hier echt aufpassen. Jetzt weiß ich mich nicht, wo es. Ah, hier geht's runter, okay. So. Kommst du hoch irgendwie? Kann man hier einen Sprungangriff machen? Wie kann man hier einen Sprungangriff machen? So, machen wir so. Hopp. Und alle weghauen. Ja. Das ist nicht, glaube ich, nicht erlaubt gewesen, dazu zu frapsen. Und wer weiß, wie lang das Zeug da noch online ist.
Das ist die Frage. So, die sind weg. Die werde ich mal mit Fernkampf machen. Da sind meine Seelen. Da ist ein Item. Und hier, ich höre irgendwelche Flatterviecher. Oh, wow, 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 wow. Das war so nicht geplant. Okay. Wir machen euch alle nass. Nach der Reihe. Und der hat nicht mehr Schaden genommen. So. Ja, überlebt mit einem kleinen Fitzel, ey. Das ist ein Traum. So, da liegen die Seelen. Sind jetzt auch nicht so viele. So furchtbar viele. So, und dann können wir jetzt versuchen, mal das Vieh so zu sprengen. Okay. Sieht jetzt nicht so aus, ob das eine Giftwolke war. Aber ich sollte wohl nicht ganz so nah dran stehen. Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt ist es kaputt. Okay, es sieht doch ein bisschen aus wie eine Giftwolke. Nein, 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 nein. Okay, Sehenzeichen ist das ja nur. Oh Gott. Jetzt habe ich mein Sehenzeichen dahin gemacht. Das war auch so sehen. Ich wollte schon sagen, ich habe mich irgendwie auf was Wichtiges verdrückt. Oh Mann. Nicht, dass ich jetzt in die andere Welt geportet würde. Ja, ich könnte es jetzt theoretisch abbrechen, ich weiß. Aber mache ich jetzt mal nicht. Vielleicht werde ich ja doch irgendwie teleportiert und kann da einen Vorteil rausziehen. Ah ja, gut. So, hier liegt das Item. Vorsicht vor dem Hinterhalt des Feindes. Okay, Items. Da ist nämlich ein Hinterhalt des Feindes. Okay. Jetzt die Frage. Ach so, komme ich hier runter? Nee. Wie komme ich jetzt weiter? Das ist eine sehr berechtigte Frage, wie ich finde. Ach hier. Ach so. Hier runter eigentlich. Gott, und ich muss gucken, dass ich ja irgendwie richtig laufe. Okay, der redet mit mir. Won't you buy something? My poor child is hungry. Und wer bist du? Befleckte Frau. Nee, ich bin die befleckte Frau. Kettenhelm, Kettenpanzer. Harte Lederstiefel. Fäulnispfeil. Ich habe keine Pfeile. Aber ich habe dafür Magie. Ob das so gut ist? Ob ich Pfeile da holen sollte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Elfen Augenstein. Oh, die kann ich sogar kaufen. Kosten bloß ein bisschen viel. Ne? 10.000 Seen. Curses, I wasted my breath on you. Did that witch send you to torment me? Ich bring dich gleich um, Fräulein. Mach mich mal nicht doof an, jo. Kann ja nicht sein. Ja, wie kriege ich jetzt... Wie kriege ich die jetzt weg? Mama, ich brauch's. Ich brauch hier, genau. Jetzt brenne ich die weg. Gegen Ratten hilft Feuer. Ganz viel Feuer. So. Brennt, ihr Viecher. Brennt. Okay, ich kann es eigentlich auch so machen. Das geht wahrscheinlich schneller. So, ja. Ah, da ist auch noch so viel. Keilsteinscherbe. So. Weg. Was hast du da? Sichelmondgras. Noch irgendwas? Da ist was? Das von dir hinterlassene... Okay, dann bin ich scheinbar in Bossnähe. Oder sowas. Golem ist jetzt offline. Tut mir leid, ich konnte wirklich gerade nicht antworten.
Das ging gerade nicht. So, dich brennen wir weg. Okay, dich brennen wir vielleicht doch nicht weg. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Das ist ein stärkeres Vieh. Wie es den Anschein hat. Okay, da kommt noch ein kleines Vieh. Was? Ja, geil. Toll. Alter. Scheiße, Mann. Ach, kotzen. Im Strahl. Ach, Mann, ey. Deswegen ging vielleicht das Zeichen weg. Weil das Vieh da kam und ich den alleine töten soll. Ach, jetzt muss ich hier wieder durch die Kacke hier. Ja, schrei wie du willst. Okay. Das ist ein bisschen nervig, dass die immer noch so ein Fitzel Energie haben. Das ist ein bisschen sehr nervig. Okay, ich mach's jetzt mal so. Okay, es hat geklappt. Dann bin ich jetzt nämlich der anderen Meute entschwunden. Und kann ein bisschen was umgehen. Also ein bisschen was, ne? Also nicht so viel. Alter. So, dich brennen wir weg. Ja, hat toll geklappt. Jetzt folgen sie mir alle. Aber immerhin bin ich jetzt ein Stück weiter, sage ich mal. Okay. Jetzt gehen wir den normalen Weg runter. Ich springe hier nirgendwo runter. Nicht, dass ich doch noch irgendwie aufs Maul falle. So wie der da. Sichelmondgras. Na, geht doch. Okay, was war da? Da ist nichts, da geht's nicht weiter, okay. Also, brennen. Brennt, ihr Mistviecher. Ja, alle nacheinander. Bis es Mana alle ist. Sehr schön. Ach, toll. So kann ich mir ein bisschen was ersparen. Mehr oder weniger. Jetzt muss ich die Viecher hier noch wegmachen. Ich muss ja jetzt irgendwie bei den anderen Viechern rein. Ja, jetzt ist nämlich die Frage. Ich kann hier runter. Warte, ich gehe mal hier besser runter. Okay. Das war eine sehr doofe Entscheidung. Ich wollte auch wieder zurück. Also ihr habt es gesehen. Ach Gott, ich habe nach oben gedrückt, ne? Das war eine sehr doofe Entscheidung. Zum Glück sind jetzt nicht so viele Seelen da futsch gegangen. Waren jetzt irgendwie 1000. War zwar das Level viel, aber jetzt im Groben und Ganzen nicht ganz so viel. Ach, scheiße. Das ist natürlich echt doof. Ah, jetzt habe ich das Ding in zwei Händen. Das wollte ich jetzt ja nicht. Ach, Mann, ey. Das war echt ein bisschen doof. Schwarzes Terpentin. Ah. Sind die auch gegen Feuer empfindlich oder was? Nein, nein, nein. Das war sehr doof. Ja, das Bild wackelt hinterher, weil es erkennt mich, wo ich bin. Ah, Mann. Und hört auf. Die Degos, die schlagen sich wieder gegenseitig. Die kämpfen. Mann. Das kann ja echt nicht wahr sein. So, Waffe zerstört. Was? Nein, 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 nein. Da muss ich dich verbrennen. Weg. Dann, zum Glück habe ich jetzt noch... Warte, so, wir machen das so. Ja, weg. Weg. Na komm. Wir machen das so. Ich habe ja zum Glück noch Ed's Wettstein. 3 Stück. Habe ich ja, glaube ich, oft genug gefunden. Ich glaube nicht, dass ich mal welche gekauft habe. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber zum Glück habe ich, glaube ich, welche gefunden.
Weil ich vergesse, also ich vergesse es nicht, aber ich mache es immer so, ich repariere das Zeug hier und dann, wenn ich im Nexus bin, denke ich nicht dran und dann bringt es aber auch nicht so viel, weil das Ding ja frisch repariert wurde, so ungefähr. Ja. Bringt's voll. Okay, wie machen wir es jetzt am günstigsten? Geh mal weg hier. So, hier runter. Und dann alle nacheinander weghauen. Okay, ist da noch einer? Nee, das war das Item da, glaube ich. Der wird, glaube ich, nicht erweckt. Der Golem ist wieder offline. Was machst du denn? Und was machst du denn? So, dich brennen auch weg. Und ein Halbmondgras nehmen wir mal. Okay, das passt. Ja, ich muss da vielleicht drauf springen von oben, ne? Das kann ich mir vorstellen. Das funktioniert. Um auf das Item da zu kommen. Aber sonst weiß ich nicht. Ich muss erstmal jetzt erstmal runter und erstmal hier ein bisschen mich zurechtfinden. Scheiße. Mann. Könnt ihr mich nicht aufhören, mal zu schubsen? Das könnt ihr doch nicht machen. Mich dauernd schubsen. So, Golem ist wieder online. Vielleicht versucht er irgendwas. Ich weiß es nicht. Scheiße. Kein Dingens mehr. So. Hopp. Nimm, trink, 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 trink. So, und jetzt ein Inferno nach dem anderen. Genau. So, alles schön rausblasen hier. Gibt es da eigentlich auch eine stärkere Attacke? Nee, gibt's nicht. Okay, ja. Jetzt müssen wir halt wieder schauen. An was bin ich? Also, ich bin ja an den großen Typen gestorben, ja. Ich erinnere mich. So dunkel. So, dich machen wir auch weg. Bevor du mir auf die Nerven gehst. So, die kam gerade nicht, ne? Warum? So, kriege ich den da? Scheiße. Okay, okay. Komm, 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 komm. Irgendwie weg. Irgendwie wegbrennen. Na, komm, komm. Den Rest mache ich so. Mann, ey. Ein Gemetzel, ja. Ach Gott, ey. Da ging mein Herz kurz in die Hose. So ganz leicht. Tja, liebe Freunde, es ist aber auch schon wieder Zeit. Wir haben jetzt nicht so viel geschafft. Weiß gerade auch gar nicht, wo ich bin. Muss da hinten, glaube ich, runter. Und morgen 18 Uhr geht's weiter. Hoffentlich sind wir momentan auch schon in München. Und es hat alles funktioniert mit den Parts hier. Ich hoffe, ich bete drum. Ansonsten sehen wir uns morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.